Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Hey, wie geht's, Granate? Ne? Ich war jetzt voll desorientiert, weil ich irgendwie nicht erkannt habe, wo wir sind. Da ist mir jetzt eingefallen, ach ja, wir waren ja schon hier. Ich habe nur irgendwie so in Erinnerung gehabt, dass wir in diesem einen Raum waren, wo wir gegen diesen G-Typen da gekämpft haben. So. Wir sind immer noch hier in diesen, ja, keine Ahnung, Ruinen von ich wollte jetzt Gongaga sagen. Cosmo Canyon, mein Gott. Ich will die ganze Zeit Gongaga sagen. Nein, Gott sei Dank sind wir fertig im Gongaga, ey. Nein, im Cosmo Canyon, ne? Red muss sich hier einer Prüfung unterziehen. Heißt er eigentlich immer noch? Er ist immer noch Red, genau. Er muss sich eine Prüfung unterziehen, die sein Großvater Bugenhagen, ja, das ist so ein geiler Name, ihn auferlegt hat. Und ja, Barrett ist auch dabei aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht genau welche Gründe, aber Bungang hat sich halt gedacht, so, na, genau den will ich. So, welche Farbe ist das jetzt? Gelb, ne? Gelb. Und ja, wir machen hier weiter. Das Ding ist voll am Zittern, wenn ich. Das ist so merkwürdig. Nur mein linker Schulterknopf hier ist am Vibrieren. Also nicht der. Nicht der Controller ist vibrieren. Ja, man hat. Ich glaube nicht. Also sie haben wie so ein Woodpecker irgendwie. nur der L2-Knopf ist am vibrieren. Das ist voll merkwürdig. So, jetzt mein ganzer Controller vibrieren. Whoa! Okay, so, jetzt müssen wir letzte finden, ne? Gut. Und da geht's auch noch hin. Ah, wird bestimmt hier sein, ne? So, da gibt's was zum Klettern. Sehr geil. Was, wenn ich da runterfall? Das würde ich auch gerne können. What? Ah, guck mal hier, hier ist sogar was. Das würde ich auch. Da würde ich auch gerne runterfallen. So. Guck mal hier. Gestärkte Abwehr, 2 Sterne, alles klar. Okay, so grüne Materie bringt es irgendwie nicht so oft. Wenn wir von denen voll viele finden, ne? So lila Materie, die ist immer gut. Da gehen wir ein paar MP-Dinger. Gibt es jetzt nicht. Anfang habe ich die ganze Zeit welche bekommen, ne? Da habe ich extra MP verbaut, ne? Weil ich gedacht habe, oh, die geben mir noch ein paar, jetzt geben sie mir gar nichts mehr. Muss das? Phoenix Feder. Sieht eigentlich so in meinem Inventar aus, relativ gut, ne? Ich habe viele super Tränke, Heiltränke, Ether und so ist immer besser natürlich. Wo sind meine Phoenix Federn? Immer gleich hier angezeigt. Weil niemand tot ist, nehme ich an, ne? Wollte doch nur wissen, wie viel ich habe. So, jetzt bin ich hier. Ja, gibt's ja eigentlich keinen Grund, einfach so rüber zu gehen, ne? Wenn da unten eine Materie war. Komm, Barrett, mach einfach so einen Wandlauf, so Prince of Persia oder ist das in Screed Style? So, Kisten, nee, Steine. Sahen aus wie Kisten. Da sind Kisten, die in der Luft fliegen. Ah, endlich mal. 5. Ne? 5 hat das geil. Ich muss es ja herausfinden, ne? So, jetzt muss ich das ganze Ding hier zurückschleppen. Sag mal, willst du mich eigentlich umbringen? Weißt du, wie schwer der Teil ist? Die Musik erinnert mich irgendwie an Naruto, Ninja Storm. Ich wusste, hier kommt irgendwo noch ein Gegner, den ich allein bekämpfen muss. Komm mal her. Na, ein Punkt, ich weiß es nicht. Ich tue einfach mal. Gut los, nimm das! Da.
So merkwürdig, dass sowohl die eine als auch die andere Stimme hat. Na, Ansporn des Hüters, da muss ich ja noch lernen. Oder habe ich das schon gelernt? Ich weiß noch gar nicht mehr. Jetzt bist du dran. Da, Ansporn des Hüters. Da, oh, ich bin ein. Da, was? Was? Ich bin versteinert. Nein. Was? Hey, kannst du auch nicht machen. Boah. Und jetzt extra hier so ein Anti-Stein-Ding hier ausrüsten? Habe ich, glaube ich, ne? Boah. Man hat nie wieder von ihm gehört. Bin ich gestorben, weil ich hier versteinert wurde? Das gibt's jetzt nicht. Jetzt muss ich erstmal durch meine ganzen Dinger hier durchgehen und gucken, wo ich so weit überhaupt habe. Froschring belebt einmal wieder, da bringt nichts. Ja, ich muss aber auf, ich muss einfach aufpassen. Ich passe einfach auf, mein Gott. So, nicht herum experimentieren, dann nehme ich an. Oh, die warten so, ja, bis ich das Ding aufsammel. Muss wieder fallen lassen. So, der wird ja wohl wahrscheinlich irgendwie ankündigen, ne? Der wird ja wohl irgendwie ankündigen, so, oh, Versteinerungsschlag oder irgendwie so, ne? Na gut. Spät. So, jeder Angriff, der nicht normaler Angriff ist, weiche ich aus jetzt. Seelenreinigung, weg damit. Ja, ich kann mich auch drehen, ja. Hier. Ja, ich bin ausgewichen. Oder auch nicht. Was? Gott. Okay. Ja, so eine Bank wäre jetzt. Meint ihr, die haben in solchen Ruinen auch so Bänke? Na. Okay. Statue des Grünen, boah, Leute. Ja, keine Ahnung, die Musik erinnert mich irgendwie so an Ninja Storm, Naruto Ninja Storm 4 oder so. Die Musik hört sich irgendwie so ähnlich an. Okay, gleich ein Instrument oder irgendwie so was, jedenfalls. So. Da bin ich wieder. Ich war überhaupt nicht gerade versteinert, Leute. So. Da nicht, ey. Geben wir mir einen Gegner, der versteinert, während ich allein durch die Gegend renne. Ist mein L2-Knopf wieder am Klappern. Die Geschichte dieses Tals beginnt mit der Ankunft der Gie. Zwar vor tausenden von Jahren. Dieser Altar wurde errichtet, um die Gi in ihm auf alle Zeiten zu versiegeln. Die Gi sollten damit für immer verbannt werden? Wie konnten sie uns dann angreifen? Darauf habe ich keine Antwort. Nur die Gi selbst kennen die Wahrheit. So, Sephiroth. Gehen wir. Du wolltest keine Ahnung über dich selbst wissen. Das war jedenfalls nicht im Original der Fall, aber ich kann mir vorstellen, dass das Spiel das hier irgendwie so unschreiben würde. Eine Art Grenzlinie da. Sie trennt unsere Welt von der der Gi. Hätten die Gi uns damals von hier aus angegriffen, wäre unser Tal mit Sicherheit im Untergang geweiht gewesen. Das glaube ich. Doch es gab einen Hüter des Tals, der um die Schwachstelle wusste, die diese Höhle darstellte. Hm? Die
dieser Hüter macht es sich ganz allein auf den Weg zur Höhle. Wie erwartet sammelten sich hier die Krieger der Gi, bereit, das Tal zu stürmen. Beseelt von dem Gedanken, seine Heimat zu schützen, stürzte sich der Hüter in den Kampf und schaltete einen Gegner nach dem anderen aus. Aber Opa, wenn es so einen mutigen Hüter gab, warum habe ich denn noch nie was von ihm gehört? Oh, oh. Konzentrier dich erstmal auf das, was vor dir liegt. Ab hier wird es nämlich richtig gefährlich. Ab hier ist die Kacke richtig am Dampfen. So. Gut. Bitte MP, bitte MP. Das gibt's jetzt einfach nicht. Leute. Wie sieht es eigentlich hier so mit Synthese aus? Ich glaube, ich hatte schon alles, ne? Warte. Da war irgendwas da. Cosmo-Tee, ja, warum nicht? Wegen den Punkten, den Erfahrungspunkten. So, Kommandantenarmschutz. Ich muss mich irgendwann mal echt hinsetzen und hier mich mal um meine Ausrüstung und so kümmern, habe ich so Gefühl. So. So, perfekt. Weil ich hab den gerade ausgerüstet gehabt. So. Quetzalcoatl, muss ich echt noch mal gegen das Viech kämpfen hier, um das Ding herzustellen? Ich muss das Ding doch letztens hierfür mal benutzen, ne? Ja. Kann ich das Ding auch noch mal herstellen? So. Na gut. So, hey, an das Gebiet erinnere ich mich so ein bisschen am Original. Ich meine, im Original gab es so riesige Spinnen als Gegner. Wir haben ja so Spinnen gesehen, ne? Ich glaube, da waren die sogar. Das Herz ist allzu schnell erfüllt von Furcht. Doch nicht gewinnen. Denn du allein bist es, der über dich entscheidet. Nur wenn du alle Türen im Inneren der Höhle hinter dir lässt, ist die Prüfung geschafft. Du solltest dich bereit machen. Das ist so cool. Ich habe noch die Dungeon genau in Erinnerung, wie die so aussieht. Da war irgendwie so... Erst war da so ein Höhlengebiet und dann war hier so ein ähnliches mit so Lava oder was auch immer da unten ist. Und... Da waren auch so Türen, da waren nicht wirklich Türen, da waren irgendwie so, ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Also so kleine Höhlen, Eingänge. Und da war irgendwie so ein glitschiges Zeug am Boden, wo man irgendwie durch die Gegend rutschen musste. Und da waren da so Spinnenweben. Und jedes Mal, wenn man so eine Spinnenwebe durchquert hat, muss man gegen so ein Spinnenmonster kämpfen. Warte mal, warte mal. Warte mal, die Dinger kommen mir bekannt vor. Sollte man echt irgendwie so auf die Gegner aufpassen. Viele sind bestimmt irgendwie so an. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, viele von denen sind Anlehnungen an den originalen Gegnern aus dem 7. Teil. Aber irgendwie achte ich nicht so darauf. Sind schon Tausende gewesen, ja, oder Hunderte gewesen. Ja, genau, das waren so Gesichter, ne, im Original. Nein. Oh, er wurde gestoppt. Genau, ich kann mich erinnern, da waren so Gesichter und die haben immer so auf dem Boden gehüpft, glaube ich. Hast du mich geheilt? Mich sowieso gewundert, warum ich mich gerade geheilt habe oder so. So, ich habe gesehen, da kann man runter. Irgendwo kann ich so da runter einfach. Hey, was geht? Der Nidhogg. Punkt für Team Red.
Was soll denn jetzt meine Fresse? Aber vielleicht ein paar neue Angriffe hier platzieren für ihn. Ja, dann meine noch alles. Aber er hat auch nicht so viele Angriffe, ne? Wirbelfänge, Sicherklau. Ja, er hat auch irgendwie nicht so viele Angriffe. So, da muss ich noch mal machen, um den Angriff zu lernen. Nein, hier bei vollaufgeladener Rechter, bei vollaufgeladener Recherleiste an. Oh, pff, das wird nie passieren. Naja, spam ich den Angriff lieber. Vollaufgeladene Recherleiste, da kriege ich doch nie hin. Ja, hier komme ich wieder oben, ne? Ja. Der Computer könnte halt hinkriegen, ne? Der Computer ist irgendwie viel besser hier beim Blocken, ne? Jetzt mal, wenn ich zu Red wechsle, nachdem ich irgendwie ein bisschen gekämpft habe. Lila eine Truhe. Wenn ich zum Computer gewechselt habe, nachdem ich eine Weile gekämpft habe und ich zu Red wechsle, dann ist die Recherleiste immer mindestens halb gefüllt. Warte, oh Gott. Jawohl, oh, ich habe schon gesehen, ne? Ja. Da krieg ich irgendwelche Limit. Ja, ich krieg gar nichts an Limit. Ja, die Recherleiste wird halt in Limit umgewandelt, ne? Mit diesem Angriff. Ein bisschen zu viel Gegner gerade. So. Oh, ich habe ein bisschen Recherleist. Dass man direkt den Links umwandeln, ne? Schade, die Limits nicht über die Kämpfe hinaus hier. Ansporn des Hüters gelernt, okay. What? Warum mache ich denn keinen Schaden? Warum bist du noch fast? Warum bist du noch so gut wie? Nicht mal annähernd tot. Das... Keine Ahnung. Im Original haben die Limits immer. Ich weiß nicht, warum der uns heilt, aber okay. So, noch eine Waffe für Barrett. Da wäre ein bisschen doof. Ja, Panzerfaust. Er hat doch letztens eine neue bekommen. Panzerfaust, aber er war halt eine Quest, ne? So, Panzerfaust, na klar. Oh, 6 Punkte. Oh, die sieht. Oder? Nee. Bebende Erde. Aber der Angriff kommt mir auch bekannt vor. Mindestens 2 Gegner treffen. Kein Problem. Das Ding hat mehr Dinger. Keine von den Materia sind verbunden, das Ding gibt mehr physischen Angriff. Und daher ist das eigentlich sogar besser. Das erste, was er erstmal macht mit der Panzerfaust, ist natürlich auf den Boden hauen, ne? Ist klar. Was geben wir ihnen denn hier noch? Ich weiß es doch nicht. Rüstung, halbiert Elementarschaden. Sind wir schon mal am. Überleg noch, was hier irgendwie nützlich sein könnte auf Dauer. Widerstand, ne? Gehen wir der Widerstand gegen den Widerstand des Zustandsveränderung, ne? Boah. Also Gestein, warte mal, was Gestein? Da gehen wir dir mal, packen wir den einzigen Ding rein, was verbunden ist. So. Was haben wir denn hier? Großes Nachladen, nötige Energien beim Nachladen vom Feuersturz, ja. Resistenz, Unterbrechung beim Feuerstoß. Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt hier unterbrechen werden kann. Normale Angriffe, ja bitte. Stellt TP wieder, wenn Gegner im Zock stolz mit Fertigkeiten. Der kürzte Werfer von Waffenfähigkeiten. Dann hätte ich lieber von allen hier lieber kritische Treffer. So, ich habe letztens was Neues hier hergestellt, ne? Kann ich das auch ausrüsten?
Kommandantenarmschutz, das gibt mehr magische Abwehr. Ne, das gibt alles. Hier sitzt niemand mehr auf drei Materie rum, ne? Okay. So, Barrett hat eine neue Waffe, cool. Das ist immer so ein kleines Glückserlebnis, wenn Charaktere neue Waffen haben. Wenn man die mal sieht hier an den Charakteren und so, ne? Und wie sollen wir dieses Ding jetzt aufkriegen? So, drauf schießen. Ja, ne? Muss doch irgendwie einen Grund gehabt haben, dass Bogenhagen Barrett hier ausgewählt hat, ne? Als Begleitung, oder? So, soll ich da echt durchkauen? Also, ich dachte, ich muss das hier durchkauen. So, oh nun. Du bist wirklich ein kluges Köpfchen, Danaki. So, wow. Geh, Bogenschütze. Okay, ihr seid neu, ne? Ne. Seid ihr nicht. Das wollte ich. Ach, ich mach die Waffe an. So, ich muss zwei Gegner treffen. Warte, komm mal her. Aua. Aua. Komm mal her, Leute. Beide von euch. Komm mal beide her, Leute. Ah, dann nehme ich. Also er braucht nur einen. Oh, ich habe den sogar getroffen. Den anderen. Riesige Reichweite hat Ding. Oh Gott, Barrett. Nein. Noch ist nichts entschieden. Was ist denn da los? Oh Gott, dieser Einge. Nee, er ist. Nein, bitte nicht schon wieder ein Verstein an, wenn es geht. Aber oh Gott, wir sind fast tot. Oh Mann. Okay. Ich hätte gerne einmal das hier. So langsam wird es ein bisschen heftig hier. Nein, ich habe keine mehr. Ich kann auch Gegenstände einsetzen, aber ich halte ja immer noch fest an der Hoffnung, dass ich vielleicht mal irgendwann hier was zum Ausruhen finde. So, MP bitte. Das gibt's jetzt nicht. Dann wir heilen die 1500. Ja, ich habe viel ich von denen ab. So, 85, meine Güte. So. So, machen wir den hier. Nein, ich wollte noch seinen Angriff setzen. So, dann noch einmal 10. Bisschen komisch. Ich dachte, das Bad müsste irgendwie da durchlaufen, wenn ich das festhalte oder so. Okay, warum kann ich halt noch mal im Maul nehmen? Oh, MP. Do. Spiel. Denkst du, bist ganz witzig, ne? Okay, wenn dann hier einfach kein MP. Vielleicht hat er auch irgendwie was damit zu tun, dass ich auf dynamisch spiele. Ich weiß, im auf einen schwierigen Modus, ne? Als ich das Yuffie DLC gespielt habe. Da hat sie, glaube ich, keine MP bekommen durch diese Dinger, ne? Und man konnte auch keine Gegenstände einsetzen. Aber ich spiele ja nicht auf hart, ich spiele auf dynamisch, ne? Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. So, haben sie diesen Weg hier extra gemacht, damit Barrett mir joinen kann? Ich glaube nicht, genau das ist der Fall, ja. So. Jetzt
bebt die Erde. Na, der eine ist ein abgehauen. Oh, sehr geil. Oh, ich liebe so duftige, heftige Angriffe. Du bist am Zug. Alter, gar nichts. Ja, heil mich, glaube ich, keine Ahnung. Okay, so, boah, guck mal. Ah, endlich. Direkt mal verballern. Na, schon verdächtig, dass hier so viele Kisten sind, ne? Die Key sind alle Horter. Nee, wieder man hat Messis. Ja, einfach viel zu viel Zeug. Wissen nicht wohin damit. Sehen die einfach Kisten überall. Oh, ist halt ein Monster dahinter, irgendwo dickes. Nee, ne. Ja, warte mal. Okay, konnte man bei den anderen auch schon mal? Habe ich nämlich nicht gemacht. So, oder sind noch mehr von denen? Ne? Ja. Habe ich euch alle Gehexer? Er war wahrscheinlich der erste. Ne? So, euch hätte ich gerne mal sehr schnell erledigt, weil er macht Schaden. So, einmal den hier. Was zum? Er hat die Angriffe zurückgeschossen. Er hat diesen Angriff genutzt, um die Knarren, um die Pistolenschüsse zurückzuschießen. Er hat gesehen. Ich habe nur gesehen, wie Barrett geschossen hat, mitten im Angriff war so. Und dann wurde er die ganze Zeit voll getroffen. Dann bin ich den schon wieder fast tot. Boah, ich würde mir echt wünschen, die Rechnerleiste kann wortwörtlich durch alles andere, nur nicht durchs Verteidigen aufgeladen werden. Weil ich tue mich nicht verteidigen, wenn ich als Red spiele. Ich tue nicht blocken. Ich tue allgemein nicht viel blocken. Das einzige Mal, wenn ich blocken tue, ist, wenn ich irgendwie beklaut spiele. Aber dann auch nur, um zu kontern. Weil die muss man ja blocken und dann kann man kontern. Wenn der Gegner genau dann angreift. Mit allen anderen Charakteren tue ich nicht blocken. Brauchst du keinen Beobachter mehr? Doch, du musst beobachten, wie ich hier hochkletter. Wenn du nicht mehr da bist, wer soll mich denn dann beobachten, wenn ich hier hochkletter? So, wow, was ist hier los? Schaffe ich da? Ja, ne? Mein Gott, was? Valum, Regener? Was haben die alles auf mich gemacht? Ich habe nur gesehen, Valum, Regener. Ah, ich bin alle an einem Ort. Ja, genau, im Original war das so, ne? Je nachdem, wie die umgedreht waren, haben die irgendwie verschiedene Sachen gemacht, ne? Waren die auch im Original? So. Muss schon sagen, lass mich anvisieren, bitte. Da auch nicht, darf ich alle. So. Was? Wie viel MP habe ich gerade bekommen? Was zum? Kriege ich MP durch diesen Angriff? Das ist ja richtig geil. Da habe ich nicht gewusst. Ich dachte, man kriegt nur AP, weil er Blutzahn, ne? Letzte Chance. Besser. Okay, das sage ich perfekt. Soll ich wieder MP? Geil. So, gestärkte Attacke.
stehe eigentlich auf so Buffs, ne, so gestärkte Attacke und all sowas, ne, aber in dem Spiel ist halt irgendwie nicht so verlockend, weil für jede Sache brauchst du ja ATB und ich, da musst du ja immer so denken, so, hm, will ich gerade ein ATB, eine ATB-Leiste benutzen, um ja, weil ich meinen Angriff zu erhöhen, oder will ich stattdessen lieber Schaden machen oder so, ne? Weil ich irgendwie finde ich das hier nicht so verlockend in dem Spiel. What? Also sagen wir, liegt denn da schönes zum Knabbern und zum Spielen. Oh geil. Ah, unser MP-Spiel ist wieder, das würde ich auch gerne, ist wieder voll intakt. Oregano. Wer versteckt Oregano in der Truhe? Boah. Noch ein Altar? Sag doch, die sind Horter. Hey Bob, wohin mit dem Oregano? Pack da in die Truhe rein. Sie ähneln sich und sind doch nicht gleich. Dieser Altar hier ist noch viel älter als der andere. Der erste, den wir gesehen haben, wurde gebaut, um die Gie darin zu versiegeln. Oh, mein Großvater hat mich doch nur hingepackt, damit ich die ganzen Geister hier abschlachte. Er benutzt mich doch nur. Aber wieso wollten Sie mit den Gie reden? Sie sind doch unsere Feinde. Gut und böse, Freund und Feind mögen auf den ersten Blick wie Gegensätze erscheinen, doch die Grenzen sind fließend. Nun denn, Nanaki, ich bin sicher, dass du auch das nächste Rätsel lösen und uns einen neuen Weg aufzeigen kannst. Die Stimme vom Bogenhagen ist irgendwie so diese, so eine klassische Stimme, die du irgendwie machen würdest, wenn du irgendwie einen älteren nervigen Opa irgendwie sprechen willst, ne? So, ja, oh, die Gie sind alle böse, bringen sie alle um für mich, Nanaki. Oh. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht von einem richtigen alten Mann gesprochen wird, ne? Das ist meistens so. Ja, ich finde es witzig, also ich finde es witzig, also ich weiß nicht, soll jetzt keine Beschwerde sein. Ich finde die Stimme, ich finde die Stimme lustig. Kann man ja mal machen. Hm. Im Original hätte ich mir aber nicht vorgestellt, dass er so reden würde, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Solche Sachen habe ich noch nie nachgedacht hier im Original. So, wie klingt, wie würde dieser Charakter klingen oder so, ne? Da gab es ja keine Sprachausgabe, ne? Da muss es ja alles lesen und dir vorstellen. Deswegen ist jedes Erlebnis hier, wenn ich irgendwie einen neuen Charakter treffe hier, vor allem die Hauptcharaktere, immer so faszinierend, weil du dann zum ersten Mal deren Stimme hörst oder so, ne? Ein Charakter haben wir ja noch nicht getroffen von der spielbaren Crew. Und ich bin mir ziemlich sicher, den müsste man noch über den Weg laufen. Wenn das Spiel genau dahin geht, wo ich denke, wo es noch hingeht, mindestens. Okay. Und wenn das Spiel dahin geht, dann werden wir auf jeden Fall den Charakter noch treffen, weil ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir den Charakter nicht treffen, wenn wir schon da vorbeilaufen. So, jetzt habe ich das Ding da reingepackt und nun. So, ach so, das ist so eine Haltung für so eine Kette, ne? Und ja. Und ich war mir schon von Anfang an des Spiels sicher, dass das Spiel mindestens bis zu dem Gebiet geht. Und das Gebiet kommt ehrlich gesagt als nächstes, ne? Also ich habe mir, was ich mir gedacht habe, ist, das Spiel wird noch mindestens bis zum nächsten Gebiet gehen, ne? Also das Gebiet, was jetzt hier nachkommen wird. Und sobald ihr herausfindet, was das nächste Gebiet ist, werdet ihr auch wahrscheinlich verstehen, warum ich mir so sicher war, dass es mindestens bis zu dahin geht. Aber ja, vielleicht geht es noch weiter. Ich meine, wir haben Sid gesehen und das Gebiet, wo wir Sid zum ersten Mal treffen, kommt danach, also im übernächsten Gebiet. Also vielleicht geht es auch bis dahin. Mal schauen. Das wäre auch ein gutes Ende, ehrlich gesagt. Weil da kann ich mir auch vorstellen, dass das enden könnte, das Spiel, weil da ist irgendwie so,
sagen wir mal, wir bekommen da ein neues neues Transportmittel und sind dann mehr oder weniger so im Original war dann so, so von da aus kannst du dann mehr oder weniger hingehen, wo du willst, ne? Und ja, das wäre dann irgendwie so ein guter Abschlusspunkt. Da wären genauso wie am Ende von dem ersten Teil, wo wir halt hier Midgar verlassen haben und dann sind wir auf einmal hier zum ersten Mal in dieser offenen Straße, in die offene Welt und so, ne? So ungefähr so ein Ending Feeling hätte das dann ungefähr. So, oh, jetzt echt eine Bank. Oh, geil. So, was verkaufen die G denn so? So. Ah, Dreck. Obwohl. Nee. So, ich habe so Gefühl, kommt gleich ein Boss oder so, ne? So. Ich habe nicht genug Punkte. Dann chillen wir mal hier. Jetzt habe ich einen Megatrank ver... Leute, jetzt habe ich einen Megatrank verbraucht. Nein. So. Wenn jetzt ein Boss kommt, habe ich irgendwie so das Gefühl, ich sollte vielleicht irgendwas gegen Stein ausrüsten, ne? Damit ich geschützt bin von Stein. Aber gucken wir mal. So. Das Gebiet ist übrigens viel länger als im Original. Da im Original gab es irgendwie nur so 2-3 Räume in diesem Gebiet und dann hast du direkt schon gegen den Boss gekämpft. Ich nehme an, dieser Part kommt jetzt gerade. Ne? Die Szene danach ist auch sehr gut. Also ich freue mich. Oh ja, das sieht super nach Bosskampf aus. Tut doch nur so, der alte Mann. Ist ja nicht schon das zweite Mal, dass wir mit Red und Barrett hier einen Boss bekämpfen? Werden die beiden geschippt? So. So, Genattack. Au, au. An den erinnere ich mich noch im Original. Nein. Nein, der tut HP absorbieren. Kollege, was ist denn los? Oh mein Gott. Oh, der hat meine ATB auch entfernt. Das gibt's nicht. Oh. So. Muss ich mir mal heilen hier. Oh Mann, oh Mann. Okay, vielleicht so lieber. Soll ich Regener einsetzen? Ich mach mal Regener. Warte, mich auch ein bisschen ein, sehr gut. Dann gehen wir auf Barrett los, bitte. Ah. Okay, der hat aber auch schon Schaden genommen, sehe ich gerade. Aber so, was? Ah ja, der ist untot, ne? So, sag hör auf. Ja, wir haben da pariert oder so. Ja, warte mal. War das erste Mal, dass ich irgendwie gesehen habe. Ah. Lässt du den los? Du sagst. Oh, ganz klar. Klappt. So. Ich weiß nicht, ob das gut ist, HP-Absorption gegen einen Untoten einzusetzen. Warte mal, aber. Da habe ich auch gar nicht geheilt, sehe ich gerade. Oh, ich habe maximale Rechtverhaltung. Gott. Es sind so viele. Jetzt drückt der Löschtrupp aus. Was sagst du, Lucy?
So, dann machen wir den hier, dann machen wir tatsächlich bringt sie 3 ATB Einheiten. Nee, machen wir mal lieber hier. Mal so viele Leute wie möglich platt. So, ich hätte gern einer Hüter, weil ich habe eine Menge Rechthaltung. Jawohl, da jetzt habe ich aber alles verballert. Na, komm her. Na, Barrett. Oh, Barrett, komm her. Und die Erde bebt. Sehr geil. So, ist Regina immer noch aktiv? Ah, direkt aber doof. Das lasse ich nicht zu. Na, ich bin mal gespannt. Vita. Weil ich kann den anvisieren, ne? Wie ist das? Ja, 355. Warte mal, was passiert, wenn ich Regina auf ihn einsetze? So, hey, was ist mit meiner AP los? Wir sind voll winzig gerade. Mein Gott, warum ist dieser Kampf so krass? Aua, aua. Gott. Lieber erstmal mich heilen, wenn es geht. Nein, nicht schon wieder. Mein Ding ist noch nicht fertig. War ich das? Nein. Nimmst du die Finger weg von dem? So. Oh, Motheiler. Rechthaltung länger beibehalten. Ja, warum nicht? Das ist halt wieder angepackt gemacht. Da ich habe so wieder Rechthaltung. So, nein, ich war gerade denkst alles. Oh nein, Todesurteil, willst du mich auf den Arm nehmen? Oh mein Gott. Oh Gott, wie viel Zeit ist das? Der Kampf hat es voll in sich, ja gerade. Ich liebe es. Barrett, greifst du an mal? Oh mein Gott. Hör doch mal auf, ihn anzugreifen. Ich glaube nicht, ob Beschwörung ja noch was bringen will. So. Ja, sehr gut. Ja, der Barrett tut ja voll austeilen, ja. Und seine Angriffe sind alle voll effektiv. Subspirit? Nein. Meine MP, Finger weg von denen. Okay. Die Hälfte der Zeit ist schon vorbei. Nein. Barrett, wo bist du denn? Nein. Nein, der teilt sich auch noch. Ich krieg so viel. Oh Gott, da wird wohl knapp hier gerade. Barrett, mach mal dein Limit oder so. Oh Gott, da wird so knapp. Nein. Red. Oh Gott. Was ist das? Oh mein Gott. Oh. Da bin ich gerade ein bisschen in Panik ausgefallen. Der Groll scheint für die Ewigkeit zu sein. War ein guter Kampf. Ja, Bock gemacht. Okay. Du bist sehr stark geworden. Du bist nicht gestorben, so wie dieser andere Typ. Oh ja. Habe ich die Prüfung damit bestanden? Oh, ho, ho, ho. Ich befürchte, diese Entscheidung kann ich nicht alleine treffen. Wir müssen auch einen gewissen Hüter um seine Meinung bitten.
Ja, den Hüter, von dem er gerade geredet hat, ne? So, auf Barrett. Kann ich noch mal zurück und mich heilen? Ich bin mir ziemlich sicher, wir kämpfen jetzt nicht mehr, aber Gott. Ich bin mir ziemlich sicher, wir kämpfen jetzt nicht mehr, aber ich fühle mich halt sicher, wenn ich voll AP habe, ne? Oh Gott. Red, kannst du bitte die Bank treffen? Danke. Okay. So, jetzt kommt der Boss noch mal. Mein Opa ist voll Naruto Running hier. Opa, ich bin in meiner Phase. So, jetzt freue ich mich schon gleich auf die nächste Szene, weil die Szene, es war eine super Szene im Original, so mit Kamerafahrten und all sowas sogar, was unüblich ist im Original. Aber ja, guck mal hier. Ja, guck mal. Dieser Hüter stellte sich furchtlos den Angreifern und rettete das Tal. Aber ich freue mich auf die Musik. Bis heute hat er ohne Unterlass ein wachsames Auge auf uns alle. Opa, ist das... Seto, mein Vater. Aber das kann... Die Giftpfeile in seinem Körper verwandelten ihn zu Stein. Ja, deswegen konnten die auch versteinern. Wacht er dort. Ist mir erst danach eingefallen. Und unerschütterlich. Mama, hat meine Mutter davon gewusst? Oh, oh, oh. Ich glaube, das hat sie. Ah, da ist die Musik. Seto bat mich damals, die Höhle zu versiegeln. Warum? Warum hat sie mir bloß nie etwas gesagt? Hätte sie das? Wärst du sicher allein hierher gekommen, um ihn zu sehen, nicht? Für deine Eltern hatte der Schutz des Tals Priorität. Nur eins war ihnen wichtiger. Dich zu beschützen, Nanaki. Etwa, weil ich so klein und schwach war? Ho, ho, ho. Dieser einst so kleine und schwache Nanaki ist mit der Zeit zu einem starken Krieger herangewachsen. Deshalb habe ich dich hierher gebracht. Nanaki, du musst weiterziehen. Deine Reise endet hier nicht. Aber ich bin ein Hüter des Tals. Ich muss unser Zuhause beschützen, so wie... Hör mir zu, Nanaki. Zu Anfang habe ich es abgetan. Ich wollte euren Worten nicht glauben. Denn für mich klangen sie wie fanatisches Geschwätz. Wir sind jetzt auch hier. Hat man so lange auf diesem Planeten gelebt wie ich, denkt man oft, alles schon einmal gehört und gesehen zu haben. Ich war blind geworden für die neuen Möglichkeiten und Erkenntnisse dieser Welt. Das sehe ich nun. Ich hätte euch von Anfang an zuhören sollen. Opa. Und ich möchte euch Jungspunde auch nicht weiter aufhalten. Geh, Nanaki. Ansonsten wirst du am Ende noch genauso ignorant wie ich. Geh hinaus. Geh mit ungetrübten Augen und mit offenen Ohren und erlebe alles, was diese Welt zu bieten hat. Kümmert euch um Nanaki. Ja, werden wir. Prüfung nicht bestanden. Trainiere weiter und versuche es erneut. Schaffst du das, Nanaki? Natürlich, denn ich...
Nanaki, der Hüter von Cosmo Canyon. Und der Sohn des Krieger Seto. Hör mich an, Krieger. Was ist hier los, auf einmal? Ich danke dir, Seto. Du bist so großherzig wie eh und je. Krieger Nanaki. Und du? Vom Volk der Zetra. Das ist übrigens alles neu hier. Folgt mir. Hier war eigentlich die Szene schon zu Ende. Opa. Uhoho. Was für eine aufregende Entwicklung. Für 2000 kommen wir mit. Jo, was geht? Ich sag doch, sehr viele Leute sind da, all denen. Ist umsonst. Los. Alles klar. Truppe ist wieder dabei. Ja, aber eine schöne Szene. Ne? Im Original fand ich die ein bisschen besser, weil die Musik ein bisschen anders war. Dass man mehr so. Die Musik war ja ein bisschen subtiler, so fand ich. Wo kommt ihr auf einmal noch alle? Wir bringen Meister Bugenhagen sich. Macht euch daher keine Sorgen. Dieses Wesen sind nach Rache, das spüre ich genau. Bitte gebt gut Acht auf Nanaki. Hohoho. Unsere Welt steckt voller unerforschter Wunder. Was euch wohl erwartet? Was? Mann. Passt bitte gut auf Nanaki. Möge der Planet euch alle Zeit schützen. Ja, im Original war halt irgendwie, die Musik war ein bisschen kräftiger. So din, 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 din. Din, din. Der Fokus war halt auch ein bisschen mehr auf die Musik, weil es gab keine Synchro-Ausgabe. Ne? Also Musik ist eigentlich das Einzige, was man hören kann. Ne? So, Juffi, warum gehst du schon wieder vor? Würde mich bitte mal jemand aufklären? Was soll das Ganze hier? Weiß gar nicht, was ich hier überhaupt mache. Irgendwie gab ich doch Materia im Auftrag von Wutai. Wissen wir. Aber sag mal, solltest du nicht vor Angst einen Kloß im Hals haben? Wieso denn? Dieser Geekerl scheint doch ganz in Ordnung zu sein. Stille Wasser sind tief. Wir dürfen ihn auf keinen Fall unterschätzen. So, das ist ja als neues Zeug. Das ist der Lebensstrom. Buch des Fortschwimmens. Kommt ja wieder irgendwie was. So fortschwimmt irgendwie so. Oh, das erwartet euch irgendwann später im Spiel. Oh. Ja, so eine Szene. Lass mal schauen. Dieses Boot bringt uns in meine Heimat. Steigt ein. Und was erwartet uns dann dort? Vielleicht ein riesiger Haufen Materia? Du suchst Materia. Wie es der Zufall will, braucht auch mein Volk welche. Los, rein mit euch! Pass auf, Juffi, da ist ein Boot. Also ein Transportmittel. Opa. Oh.
Also alle so schön aneinander gekuschelt, voll putzig. Finde gut, dass unsere ganze Truppe immer unterwegs ist, ey. Die immer dabei ist, anstatt immer nur so 2-3 Leute oder so. Fühlt sich dann echt wie so, das fühlt sich echt wie so eine Reise an, ja. Schwing dich im Takt der Wellen. Juffi, nicht in den Lebensstrom reinkotzen, bitte. Wenn ich Materia sehe. Seid still. Der Planet hört uns zu. Kann er doch ruhig machen. Was der Planet hört, gibt er unmittelbar und ausnahmslos an die Zetra weiter. Und zu meinem Bedauern sind die Zetra leider nicht das toleranteste Volk. Und ich? Die Zetra sind meine Vorfahren. Eine Zetra nur dem Namen nach. Mehr verbindet euch nicht. Und überdies scheint es mir, dass du ihre Geschichte vergessen hast. Meinst du? Manchmal ist Unwissenheit ein Segen. Die Zetra waren ein überaus grausames Volk. Währenddessen. Und ich merkte, wie ich verblutete, wie das Leben aus mir herausströmte. Dann spürte ich gar nichts mehr, war mir sicher, ich sterbe. Aber da hatte ich mich geirrt. Es fühlte sich so an, als würde der Wind mich zerreißen. Als würde er versuchen, mein Bewusstsein von meinem Körper zu trennen. Als ich zu mir kam, war ich im Waisenhaus. Keine Ahnung, wer mich gefunden und dorthin getragen hat. Niemand hat was gesehen. Genauso war es bei mir auch. Eine ganze Armee will mir ans Leder und ich überlebe. Ich hatte echt krasse Schmerzen. Mal mein Gesicht sehen sollen, als ich plötzlich ganz allein auf weiter Flur stand. Ergibt alles einfach keinen Sinn. Da überlebt man nur, um in so einer Welt aufzuwachen. Toll, was? Warum musste es denn gerade ich sein? Wie meinst du das? Ich frag mich das die ganze Zeit. Warum habe gerade ich überlebt? Von all den Leuten, die an diesem Tag dort waren. Und was würden Sie machen, wenn Sie hier an meiner Stelle wären? Verstehe ich gut. Also in der Welt sind ja alle tot. Hat man ja gesehen am Anfang. Hey, komm mal mit. Gerne, aber wieso? Erkläre ich dir unterwegs. Na gut. Aber mach das in der nächsten Folge. Eine Einladung vom Bix. Okay. Das ist eigentlich ein guter Punkt hier, um Schluss zu machen. Ne? Ich kann speichern, ne? Ja. Gut, dann sage ich, wohin Bix uns hier führen wird. Ne? Das sehen wir in der nächsten Folge, ne? Halte die Augen Ausschau für die nächste Folge, ne? Weil dann werde ich da auch wieder sein, ne? Ja. Und dieses Projekt auch. Gut, ich schaue mich mal hier um. Sind immer noch
Nee, die sind da jetzt nicht mehr hier, die sind bei Barrys Mutter, ne? Gut. Ich mache ja ein Nickerchen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ne? Dankeschön fürs Zuschauen und ja, ciao. Hinterlasst ein Like und all das gute Zeug, ne? Bye.